Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, heute vor 85 Jahren entfesselte das faschistische Deutschland nach einer Phase beispielloser Hochrüstung mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg. Deutschland griff zum zweiten Mal nach der Weltmacht. Am Ende des Krieges waren 10 Millionen Menschen getötet und Europa lag in Trümmern. Als Friedensbewegung haben wir aus dieser Katastrophe gelernt. In unseren Augen darf Krieg kein Mittel der Politik sein. Doch heute soll Deutschland erneut kriegstüchtig gemacht werden. An der Seite der USA soll die schwankende Hegemonie des Neoliberalismus mit allen Mitteln verteidigt werden. China und Russland werden zum Feind erklärt. Wir erleben erneut eine Phase zügelloser Hochrüstung, die unser Leben gefährdet. Für Bildung, Soziales oder Klimaschutz ist dagegen kaum Geld vorhanden. Während in der Ukraine und Russland sowie in Israel-Palästina der Krieg tobt, gießt die Bundesregierung mit Waffenlieferungen Öl ins Feuer. Dazu sagen wir Nein. In den Mittelpunkt der Außen- und Sicherheitspolitik müssen Diplomatie und Bemühungen um Waffenstillstand und ein Ende der Kriege gestellt werden. Wir brauchen eine Rückkehr zur Entspannungspolitik und friedlicher Koexistenz. Dafür gehen wir heute auf die Straße und fordern: Kriege beenden, Abrüstung. Auf mehreren Pulverfässern und deshalb sind wir alle hier. Wir wollen Abrüstung und Entspannung der Lage international, sozial und ökologisch. Die Zeit drängt. Wir hatten im letzten Monat den heißesten jemals gemessenen Tag. Und das geht weiter. Wir sind also ökologisch in einer Situation, die mit dem Wort "die Zeit drängt" genau getroffen wird. Die Pulverfässer, die sich gegenseitig verstärken, sind klar. Eins ist die globale Erwärmung. Der Klimarat warnt, der Weltklimarat der UNO, dass die seit 2015 in Paris verbindlich angestrebte Höchstgrenze von plus 1,5 Grad Celsius kaum mehr zu halten ist. Anfang Februar dieses Jahres berichtete nämlich die Tagesschau, dass die globale Erderwärmung im gesamten Jahr, also den 12 Monaten davor, bereits über diesem Ziel gelegen hatte. Nach den Worten des Weltklimarates geht es jetzt um, Zitat, alles, überall und auf einmal. Wir sind stark betroffen und gefährdet, unter anderem aber auch die Weltmeere, die Waldgebiete, meeresnahe Gebiete wie Venedig, New York und auch weite Gebiete der Nordsee. Mit anderen Worten, die Rüstung und umfassend global auch alle anderen damit verbundenen Risiken der Ökologie sind wirklich umfassend und sie sind auch lokal. Atomaren Wissenschaft, Bulletin auf Englisch, warnen: Wir leben aktuell in der gefährlichsten Zeit seit Hiroshima. Es ist für uns demzufolge nicht mehr symbolisch 5 vor 12, sondern 90 Sekunden vor dem Abgrund der nuklearen Auslöschung der Menschheit. Die Dringlichkeit der Warnung aus der Wissenschaft zeigt sich auch daran, dass sie nicht mehr in Minuten, sondern nun in Sekunden gezählt wird, diese Warnung. Wir fordern also, wie schon gesagt, Diplomatie statt Eskalation und Hochrüstung. Wir fordern Deutschlands Unterschrift unter den Atomwaffenverbotvertrag, keine Anschaffung von Mittelstreckenraketen. Wer von euch ist solidarisch? Oh, das war aber schlapp. Wer von euch ist solidarisch? Wer von euch ist solidarisch? Vorwärts und nicht vergessen. Worin uns
beim Hungern wie beim Essen. Die Solidarität. Die wollen uns entzweien und dagegen hilft nur unsere Solidarität. Dann mache ich weiter mit einem weiteren sachdienlichen Hinweis. Und zwar findet, auch das werden die meisten von euch mitgekriegt haben, am 3. Oktober eine große bundesweite Friedensdemonstration in Berlin statt. Wer dafür noch keine Karte hat, sollte sich schleunigst hier ein Busticket besorgen. Man kann das natürlich auch online machen unter www.busfahrt-frieden.de um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die gerade lanciert wird. Und diese Diskussion und ihre möglichen Resultate betreffen natürlich nicht nur, aber in erster Linie junge Menschen in unserem Land. Und insofern ist es natürlich wichtig und eine große Freude, dass hier heute, aber auch bei vielen anderen Demos des Hamburger Forums in den letzten Jahren vermehrt auch wieder junge Menschen auftauchen. Eine Organisation, die den Kampf gegen die, unter anderem die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ganz praktisch führt, ist die Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken. Und genau, jetzt begrüße ich ganz herzlich Helen von den Falken. Bereits die lange Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in den vergangenen Monaten ist Teil der Militarisierung im Zuge der sogenannten Zeitenwende. Der geplante Wehrdienst ist die Fortführung dessen. Die Auseinandersetzung mit der Bundeswehr soll ab dann nicht nur über die Medien, Werbung, Jobmessen und in der Schule stattfinden. Auch das ist alles falsch und gehört schleunigst geändert. Mit dem neuen Wehrdienst wird jeder junge Mensch in die Lage gebracht, für sich zu entscheiden, ob er oder sie nicht einen Dienst fürs Vaterland erbringen will. Das findet zudem in einer Zeit statt, in der Perspektivlosigkeit unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet ist, in der es eine starke Prekarisierung gibt. In der Debatte um den Wehrdienst wird jetzt schon diskutiert, ob die Jugendlichen, die sich dann freiwillig melden, den Führerschein bezahlt bekommen oder einen leichteren Hochschulzugang. Wir brauchen kostenlose Mobilität für alle, gute Ausbildungsbedingungen für alle und auch die finanziellen Möglichkeiten dafür, keinen Wehrdienst. Anstelle der Aufopferung für fremde Zwecke setzen wir das Erkennen der eigenen Bedürfnisse und Interessen, damit alle lernen, selbstbewusst für sich einzutreten. An die Stelle der Härte und konventionellen Rollenbilder setzen wir das Erlernen von Empathie und die Bildung von Konfliktfähigkeit, dass kein Mensch mehr meint, sich durch Abgrenzung zu anderen beweisen zu müssen. An die Stelle skrupelloser Konkurrenz setzen wir echte Kooperation und die Bildung von Solidarität. An die Stelle des Gehorsams setzen wir das Hinterfragen von Hierarchien, Frechheit und Widerständigkeit gegenüber denjenigen, die sich als Instanzen dieser Gesellschaft aufspielen. An die Stelle der Loyalität setzen wir das Aushandeln und vernunftgeleitete Entscheiden, dass Vernunft und Freude als Maßstab für unser Handeln gilt. So schaffen wir eine Welt, in der wir leben und nicht nur überleben. Es ist das nachhaltig Wirksamste, um die Kriege zu beenden und vor allem eine ganz neue Welt aufzubauen. Dankeschön. Dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen.
Weil ich finde, alle Redebeiträge, die bis jetzt hier gehalten worden waren, waren super.
Es fehlt aber ein kleines bisschen ein Aspekt, der Klassenstandpunkt und der Standpunkt, dass die USA, die planen in ihren Think Tanks eine militärische Auseinandersetzung mit China. Und dazu musste der Konflikt mit Russland über die Ukraine zugespitzt werden. Das ist die Brzezinski-Doktrin, die in den 70er Jahren entwickelt wurde und jetzt umgesetzt wurde. Solange Merkel Kanzlerin war, mit einem großen Teil des Kapitals hinter sich, konnte sie ein Nein sagen und Macron an ihrer Seite. Mit einer instabileren Bundesregierung hat die USA sich durchgesetzt und zugespitzt. Und der Krieg hat 2014 angefangen, als Faschisten um das Azov-Regiment ein Gewerkschaftshaus in Odessa angezündet haben. Er hat angefangen, als die Ukraine ihre eigene Bevölkerung in Donetsk und Lugansk angegriffen hat, mit Zehntausenden Toten. Metin Kaya, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, sprechen. Metin, du hast das Wort. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, heute vor 85 Jahren hat das faschistische Deutschland mit einer Lüge Polen angegriffen und damit den Weg für den Zweiten Weltkrieg geebnet. Mit einer Lüge hat dieser Krieg angefangen, so wie der Krieg 2003 gegen Irak, so wie der Krieg gegen Jugoslawien oder gegen Libyen. Und heute, 85 Jahre danach, stehen wir wieder vor einer Lüge. Nämlich, dass der böse Russe uns angreifen will. Und zwar möglichst gestern schon angegriffen hat. Heute, 85 Jahre danach, müssen wir fürchten, dass ein großer Krieg vom Zaun gebrochen wird. Und zwar aufgrund einer doppelzüngigen Moral, während in der Ukraine jede Bombe, jeder tote Soldat, jeder tote Mensch hier in den Massenmedien sehr hoch propagiert wird und aber im Gazastreifen kein Wort davon gesprochen wird, wenn Krankenhäuser bombardiert werden, wenn über 40.000 Menschen getötet werden, davon 15.000 alleine Kinder. Wir stehen heute 85 Jahre davor und danach wieder vor einer großen Kriegsgefahr. Thank you.
zwischen 60 und 80 Millionen Tote. Heutzutage scheinen die Schrecken des Krieges völlig vergessen. Die Aufrüstung der Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden, Waffenlieferungen an verschiedene Kriegsschauplätze, die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Bundeswehr an Schulen und auf Berufsmessen, dass Universitäten verpflichtet werden, für militärische Zwecke zu forschen. All dies wird uns als notwendig und nur vernünftig verkauft. Die andere Regierung wählt sich auf der richtigen Seite der Geschichte, während sie das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg hochfährt. Während sie Waffen in Kriegsgebiete liefert und über die neueste Führung von Kriegswaffen im Bundestag so gesprochen wird, als handelt es sich um Entwicklungshilfen. Dabei scheint völlig vergessen, dass das Töten der einzige Zweck von Waffen ist, dass dabei über Menschenleben verhandelt wird. Geht es dem deutschen Staat um die Aufrechterhaltung und Etablierung einer wirtschaftlichen Vormachtstellung, um die Sicherung von Absatzmärkten und um Profite für die eigene Rüstungsindustrie? In Israel entwickeln deutsche und israelische Firmen zusammen Waffensysteme, die direkt vor Ort getestet werden können. In annektierten Gebieten im Westjordanland werden durch israelische Tochterfirmen großer deutscher Unternehmen, wie zum Beispiel dem Axel Springer Konzern, billig Grund und Immobilien an- und verkauft. Deutsche Unternehmen profitieren von den Rohstoffvorkommen, welche durch israelische Tochterunternehmen ausgebeutet werden. Israel ist absolut abhängig von den deutschen Waffenlieferungen, von deutschen Krediten, auf deren Rückzahlung keiner drängt, und anderen sogenannten Ertüchtigungshilfen. So sichert sich Deutschland einen zuverlässigen Absatzmarkt und einen strategischen Brückenkopf in einem Gebiet, das ansonsten von den BRICS-Staaten dominiert wird. Je mehr Land Israel annektiert, desto besser die strategische und wirtschaftliche Stellung Deutschlands. Wie erschreckend, dass die 1954 gedichteten Zeilen von Boris Vian an seinen französischen Präsidenten wieder aktuell sind. Zitat: Dass Kriege böse sind, dumm, grausam, voller Plagen, ich muss es Ihnen sagen, das weiß doch jedes Kind. Dies der deutsche Text zu Le Déserteur, das Vian in einer Periode kriegerischer Auseinandersetzungen schrieb, kurz vor dem Ausbruch des Kolonialkrieges in Algerien. Irgendwie erinnert diese Zeit ein bisschen an jetzt.